Jetzt hat er es doch bemerkt. Der unermüdliche Reiter der Apokalypse schreibt am 27.08. auf Twitter: Es ist traurig, aber wahr. Bei den Kindern in NRW verlieren wir gerade komplett die Kontrolle. Und niemand will im Wahlkampf darüber sprechen. Es läuft eine stille Durchseuchung. Wir müssen die Kinder besser schützen. Lieber Karl Lauterbach, wir müssen die Kinder nicht schützen. Das können die ganz alleine. Die Immunität nach der stillen Durchseuchung mit SARS-CoV-2 schützt besser als jede Impfung vor schweren Covid-19-Erkrankungen im späteren Lebensalter. Dies hat, 2 Tage vor ihrem Cassandra-Ruf, eine große israelische Studie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, war nach 2-maliger BioNTech-Impfung bis zu 27 Mal höher als nach durchgemachter Infektion. Das Risiko, deswegen im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, bis zu 8-mal höher. Nichts schützt, auch Kinder, so gut vor schweren Covid-19-Verläufen wie die natürlich erworbene Immunität. So fasst auch das international renommierte Wissenschaftsjournal Science die Ergebnisse dieser Studie prägnant zusammen. Und es ist eine Studie, die tatsächliche Infektionshäufigkeiten untersucht hat. Real-World-Data, nicht nur eine Laboruntersuchung. Wobei auch diese in den letzten Tagen und Wochen eindeutig in dieselbe Richtung wiesen. So wurde klar: Die Immunität nach durchgemachter Infektion ist sehr nachhaltig. Sie lässt wesentlich langsamer nach als die Immunität nach der Impfung. Und sie schützt mutmaßlich wesentlich besser vor auch zukünftigen Mutationen. Also, lieber Karl Lauterbach, lehnen Sie sich entspannt zurück. Nicht wir müssen die Kinder schützen. Das können die selbst viel besser. Und weil schwere Verläufe oder Komplikationen bei Covid-19 bei Kindern unverändert extrem selten sind, dürfen die das auch. Immer daran denken, lieber Herr Kollege, Kinder brauchen keine Covid-Impfung.